Ja, wir sind wieder auf Reisen, jetzt in Deutschland. Und zwar ganz genau sind wir auf dem Reisemobilhafen am Twistesee. Hier haben wir auch Silvester gefeiert und jetzt sind wir im Mai hier nochmal hergefahren. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Ja, und jetzt möchte ich euch den Platz nochmal im Sommer oder im Frühjahr vorstellen. Es ist jetzt Ende Mai. Es war jetzt hier ein langes Wochenende und der Platz war auch gut gefüllt. Jetzt ist es Sonntagmittag und viele sind schon abgereist. So habe ich jetzt auch die Zeit und die Möglichkeit, euch hier ein bisschen was von dem Platz zu zeigen. Und los geht's! Zur besseren Übersicht, wo liegt der Stellplatz Reisemobilhafen Twistesee? Nicht weit von der A44 Dortmund-Kassel. Und zwar in der Nähe der Stadt Bad Arolsen. Wir sind jetzt auf der Anfahrt. Es ist gut ausgeschildert, wenn man von der Autobahn kommt. Immer Richtung Twistetalsperre fahren. Und dann ist letztendlich auch der Stellplatz noch ausgeschildert. Man merkt schon bei der Anfahrt, dass man hier viel Grün und viel Natur hat. Die letzten Meter bis zum Stellplatz steigt etwas an, dann hält man sich links und schon ist man da. Wir fahren als erstes zur Entsorgung hin. Das ist als Einbahnstraße gekennzeichnet, alles genau beschildert, wie man hier fahren muss. Auch für größere Fahrzeuge gibt es kein Problem, zur Entsorgung zu fahren. Wie hier zu sehen, gibt es eine Rinne hier zum Ablassen des Grauwassers, allerdings auch nur für das Grauwasser. Des Weiteren kann man hier die Kassette ausschütten, einmal ohne Chemiezusatz, und auf der rechten Seite gibt es nochmal die Möglichkeit, mit Chemiezusatz seine Kassette zu entleeren. Zurück zum Stellplatz geht es dann vorbei am Sanitärgebäude. Man sucht sich dann einen Platz aus und geht dann zur Anmeldung mit seiner Platznummer und meldet sich an. Jetzt werfen wir einen Blick von oben drauf. Der Platz teilt sich auf in zwei Bereiche. Der linke, dort gibt es mehr Rasenfläche. Auf der rechten Seite ist es mehr geschottert. Auf der linken Seite hat man fast von allen Plätzen einen Blick auf den Twistesee. Wer natürlich in der ersten Reihe steht, der hat natürlich den besten Blick. Wir haben uns für den Platzteil mit den Rasenflächen entschieden. Somit haben wir viel Platz vor dem Wohnmobil, fast wie auf einem Campingplatz. Es ist ausreichend Platz zum Rangieren. Alle Plätze sind auch nummeriert. Diese Nummer braucht man auch bei der Anmeldung. Büro und Sanitärgebäude liegen direkt an der Einfahrt zum Stellplatz. Dort meldet man sich danach noch an und kann auch Brötchen bestellen, wenn man möchte. Auch umfangreiches Informationsmaterial findet man in der Anmeldung, sodass man über alles informiert wird, was am Twistesee so geboten wird. Bei der Anmeldung erhält man den Zugangscode für den Sanitärbereich, sodass man Toiletten und Waschgelegenheiten nutzen kann. Duschen müssen allerdings gemünzt werden. Alles ist modern, hell und sauber. Die Duschen sind großzügig und mit Vorraum, was sehr schön ist. Auch für Behinderte gibt es hier ein WC. Zurück zum Stellplatz. Wir haben Ende Mai. Es ist Fronleichnam. Wir haben damit ein langes Wochenende. Das nutzen viele Camper, um diesen Platz hier zu besuchen. Stromsäulen gibt es auch. Hier muss gemünzt werden. Es geht nach Verbrauch, was ich sehr gerecht finde. Vom Stellplatz aus hat man viele Möglichkeiten von Freizeitaktivitäten rund um den Twistesee. Einmal rund um den See sind etwa 7 Kilometer. Das kann man zu Fuß machen, das kann man natürlich auch mit dem Fahrrad machen. Wir machen das gerne mit dem Fahrrad. Rund um den Twistesee geht ein asphaltierter Fahrradweg. Vom Stellplatz aus gesehen ist auf der linken Seite etwas hügelig, auf der rechten dafür etwas ebener.
Man findet auch mal ein ruhiges Plätzchen, um die Natur zu genießen. Auch wer Action braucht, findet hier was. Eine Wasserskianlage, nicht weit vom Stellplatz, etwa 1,5 Kilometer. Hier findet man auch ein Café-Restaurant, aber es gibt natürlich auch noch weitere rund um den See. Nicht nur um den Twistesee kann man gut mit dem Fahrrad fahren oder wandern, auch in der gesamten Region ist Wandern und Fahrradfahren angesagt. Der Twistesee hat auch einen Badestrand, auch der ist sehr schnell vom Stellplatz aus zu erreichen. Und wenn man dann von seiner Radtour zurückkommt zum Stellplatz, hat man die Möglichkeit, auf der Terrasse des Stellplatzcafés Kaffee und Kuchen zu genießen. Man kann ja auch angeln am Twistesee und da hatte ich eine Begegnung mit einem jungen Mann, der einen kapitalen Fang gemacht hatte. Ja, für alle, die angeln, die wissen jetzt, was dort zu fangen ist. Auch für die Hunde ist es dort sehr schön. Sie haben einen eigenen Badestrand und rund um den Stellplatz Auslauf ohne Ende. Bad Arolsen, diese kleine Stadt liegt nur 4 Kilometer entfernt von dem Stellplatz und ist per Fahrrad zu erreichen oder über einen Wanderweg. Hier in Bad Arolsen gibt es das Residenzschloss, das man auch besichtigen kann. Des Weiteren gibt es eine schöne Altstadt, wo man auch eine Stadtführung mitmachen kann oder besucht ein Museum. Des Weiteren gibt es zahlreiche Restaurants und Cafés. Zwischendurch möchte ich hinweisen auf meine Internetseite www.hako-video.de. Dort findet ihr auf einer Stellplatzkarte die ganzen Stellplätze mit Videos und natürlich Tipps und vieles mehr. Wir sind wieder zurück und zwar in Wetterburg, so heißt ja der kleine Ort, wo auch der Reisemobilhafen Twistesee liegt. Hier gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, Restaurants zu besuchen. Vom Stellplatz aus sind es bis in den Ort etwa 1 bis 1,5 Kilometer. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist und vielleicht Probleme mit der Technik hat, der hat die Möglichkeit beim Restaurant Saustall sein Fahrrad zu reparieren. Entsprechendes Werkzeug ist vorhanden. Und wer nicht weit gehen möchte, der hat in Sichtweite vom Stellplatz aus das Café im See. Auch Gruppentreffen ist kein Problem auf dem Reisemobilhafen Twistesee. Ich freue mich schon wieder, wenn wir den Jahreswechsel Silvester hier feiern. Ja, so langsam muss ich zum Schluss meiner Reportage kommen. Ich habe schon etwas überzogen, aber eins vielleicht noch am Ende. Hier der Brötchenservice, das ist eine tolle Sache hier am Reisemobilhafen Twistesee. Die werden direkt ans Mobil gebracht. Finde ich eine tolle Geschichte. Das war's mal wieder. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.